Aloha Freunde und herzlich willkommen zurück bei Gehe nicht in Frieden. Setzt einen Kurs nach Norden, Jungs. Wir suchen unseren Captain Patch. Tja, Freunde, Assassin's Creed 4 Black Flag, ganz klar. Wir sind auf der Suche nach unserem guten Thatch, ne? Unserem Blackbird. Und ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Denn gehe nicht in Frieden, ist alles andere als schön. Eine herbe Enttäuschung bist du, Thatch. Er ist entschlossen zu bleiben, sagt er. Zum Teufel mit ihm. Und alle sollen hängen, die dem Bastard in die Vergessenheit folgen. Was für ein Tölpel. Ich weiß, du willst mich nach Hause holen, Kenway. Ich schätze dein Vertrauen. Doch Nassau ist am Ende. Und ich bin es auch. Das sehe ich anders, mein Freund. Jedoch kann ich es dir nicht verübeln. Du suchst immer noch nach diesem Weißen? Ei. Bei einem Überfall letztens hörte ich, dass ein Mann namens Robert sein Sklavenschiff betreibt. Die Princess. Vielleicht siehst du es dir an. Die Princess. Danke, Thatch. Nun steh nicht da wie ein Fass nasse Fische. Lass uns meinen Ruhestand feiern. Entkork dem Mann sein Frühstück. Wer war das? Lass uns ein paar Flaschen übrig. Oh, 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 oh. Da sollen wir jemanden verfolgen. Das ist nicht gut. Na komm, markier ihn mal. Jawolle. Warum müssen wir den... Nein, ich bin nicht da. Ich bin hier am Feiern. Hier, siehst du das nicht? Ich bin am Feiern. Den Fremden verfolgen. Ah, den Ruhestand feiern. Ich weiß nicht. Der gute Blackbird. Der hat was Besseres verdient, als einfach nur seinen Ruhestand zu feiern. Und die Princess, meine werten Freunde, ich habe darüber gelesen, die Princess gab es wirklich. Wann sie gebaut worden ist, wie groß sie gewesen ist, das kann ich euch natürlich nicht sagen, aber ich weiß, dass es sie wirklich gegeben hat. Na komm, dreh dich schon um. Jawolle. Aber gleich haben wir auch wieder Sperrgebiet. So, wir müssen mal gucken. Wie kommt man da entlang? Nö, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir müssen ihm nur da durchs Gemäuer folgen. Und warum ist das Sperrgebiet, bitte? Ach, jetzt fängt er sogar an zu laufen. Hallo, Männer. Leutnant. Was? Ist hier jemand? Nein. Du machst Witze. Was? Ihr bleibt hier. Jenkins, schießt auf was alles, was sich bewegt. Unterhaltung belauschen. Es war ein Deserteur bei Ihnen, der mein Gesicht kannte. Ich schlitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschwärzen konnte. Boah, was? Hat euch jemand gesehen? Glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschöpft. Ihm entgeht nicht viel. Erzählt von diesem Strand. Eine feine Versammlung, Sir. Die meisten sind volltrunken. Das kommt uns sehr gelegen. Boah, ihr macht Witze, ne? Nein, ich bin nicht da. Edward Teach. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Thatch, Sir. Zumindest nennt er sich so. Ein ganz verrückter Hund ist das. Reichlich lose Flanken, Sir. Details, Mann. Hör auf mit dem Gefasel. Nun, Sir, er trinkt sehr viel zum Nein. Beispiel. Schnell. Und hat ein eigenes Getränk. Ein ganz normaler Rumflip, aber mit einer halben Ladung Schwarzpulver zum Abrunden. Habe ich richtig gehört? Er trinkt Schwarzpulver? Ei, Sir. Nur zur Schau. Und erst letzte Woche rief er ein paar seiner besten Männer zusammen und schickte uns in den Frachtraum seines Schiffes, wo er Schwefel und andere stinkende Dinge verbrannte. Wir saßen da im Qualm, als wäre es der Höllenpfuhl selbst, das kann ich euch versichern. Guter Gott! Warum denn das? Er wollte uns auf die Probe stellen, unsere Tauglichkeit testen. Natürlich hat er es wie immer am längsten ausgehalten. Okay. Ich dachte schon, ich müsste da sterben. Dreckige Wilde. Seid unbesorgt, Soldat. Das wird ihr Ende sein. Na los,
Es ist Zeit. Schnell, gebt das Signal. Und erinnert euch stets an diesen Tag. Gebt das Signal? Oh oh, ich ahne Böses. Was zum Teufel? Oh, Backe. Oh, Backe. Freunde. Die Jackdaw erreichen. Natürlich auf Zeit. Wie soll es auch anders sein? Boah. Boah, ich weiß nicht, wo lang. Einfach durchs Feuer. Komm hier rüber. Wo ist unsere Jackdaw eigentlich? Ach, da hinten. Ich sehe sie. Komm, Edward. Lass knacken. Wir haben keine Zeit. Boah. Wo zur Hölle ist Kenway? Ja, wir sind hier. Euch diesen Tag! Ja. Heute schicken wir die Besten des Königs. Boah, komm schon. Boah. So, ich bin da. Steuer übernehmen. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Was müssen wir machen? Das Kriegsschiff kampfunfähig machen? Ja, ja. So. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Warten auf dein Zeichen, Captain. Oh, der will uns definitiv präsentieren sich uns. Lasst sie dafür bezahlen. Eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. So, wollt ihr Feuerfässer? Bitte schön. Und, jawohl, die Klippen voraus. Oh, komm rüber. So viele Segel, wie ihr könnt. Oh, komm schon, Edward, rüber. Die haben auch Mörser. Alle Segel reffen. Segel. Und ab geht's. Wir brauchen erstmal ein bisschen Geschwindigkeit, so wie ich das sehe. Aber, boah, die sind ja genau hinter uns. Ihre Feuerkraft ist unglaublich. So. Halt Abstand. Ja, ich weiß. Deswegen tun wir sie kaputt mörsern, oder? Dann haben wir eh keine Chance. Das war's. So. Das Vieh werden wir definitiv entern. Boah, ein richtig dickes Kriegsschiff. So. Eieiei. Die Jackdaw hat ein bisschen abbekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns gut gehalten. Schade. Jetzt wollte ich gerade mal ein bisschen auf offene See. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet auf dem Kriegsschiff. Boah. So, das Vieh wollen wir doch auf jeden Fall entern. Boah, gegnerische... Boah, den Captain töten, Pulverreserven und 20 gegnerische Crewfreunde. So. Können wir die eigentlich benutzen? Kann man doch voll knicken hier, oder? Die sind doch viel höher als wir. Wie sollen wir denn da irgendwas treffen? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Egal, ich schieße jetzt einfach mal drauf. Da müssen wir halt selbst rüber. So, alles klar. So, wo sind unsere Schwerter? Unsere Säbel hatten wir lange nicht mehr im Kampf. Auf geht's. So, grüß dich, Freund. Ach, Mist. Hör auf. So, da haben wir Nummer 1. Wie es sich gehört in einer Schlacht. Jawohl, schön geschossen. So, können wir... Ah, na, lass es sein. Erledigt sie alle, Jungs! Genau. Keine Gnade. So. Ich spalte euch alle in zwei! Dann schnetzeln wir dich halt einfach nieder. Nicht wie runterfallen. Wie geht es dir etwas, mein Freund? Heute werde ich nicht sterben, Bastard! Nummer 1. Komm schon. Boah. Man sieht kaum was wegen der Kameraeinstellung. So, wo haben wir Nummer 2? So, kannst wir müssen eigentlich hier nach oben. Freund? Schön und klar? So, jetzt mal schnell hier hoch. Die Pulverreserven. Komm, dies anzünden. Dies ist die Straße ins jawohl. Verderben! Blackbird, halte durch. Wir kommen dir gleich helfen. So, was ist mit dir, Freund? Du willst doch bestimmt... Genau. Einfach nur sterben. Komm, wir sind außerhalb des Kampfes. Komm schon. Jawohl, an den Innerer. Konter. Wunderbar. Nachgeladen haben wir natürlich nicht. Ach, Mist. So. Da haben wir auch den nächsten. Nanu? Nicht geschafft? Kenway! Hier! In einer Welt ohne Gold wären wir Helden gewesen! Oh, Blackbird. Oh nein, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Nein. Das Kriegsschiff entern, die Jackdaw erreichen. Wo ist der Teufel? Wo ist die Jackdaw? Komm, schnell. Oh, verdammt. Oh, Freunde, nein.
Oh, schnell, beeil dich. Wir haben nur ein paar Sekunden. Dabei ist es doch gerade so episch. Was sollen wir machen? Boah, oh, verzeiht, Freunde. Aufs offene Meer entkommen. Oh. Erbeuten. Ja, Metall, was soll's. Boah, da gehen wir jetzt mal genau durch die Mitte. Ihr Schweine! Verzeiht, wenn ich gerade übersteuert habe. Oh nein. Das kann's echt nicht sein. Mir ist das egal. Ich kämpfe auch gerne und mache euch alle kaputt. Oh nein. Der gute Tetsch. Wer hätte das gedacht? Da, brennt. Sir, was ist mit Thatch? Ist er tot? Captain? Er trinkt Verderben. Oh, verdammt. Schade. Ja, Wachen töten. 3 von 4 haben wir natürlich nichts gemacht. Die Erinnerung war auf jeden Fall extrem episch, weil so viel Geschichte hatte. Ist der Blackbird jetzt wirklich hinüber? Ich will's nicht hoffen, Freunde. Ich will's nicht hoffen. Das wäre wirklich absolut... Ah, nein! Und was für eine traurige Musik auf einmal. Ah. Kann ich ja gar nicht leiden. Ach, da kriege ich immer Gänsehaut, weil es mich da mitnimmt. Aber. Wo ist unsere nächste Mission? Wo ist sie denn? Da unten ist sie. Ach du meine Güte. Wie soll man da am schnellsten hinkommen? Können wir hier Schnellreise machen? Nee, da nicht. Aber ich glaube hier. Einmal die Schnellreise machen wir natürlich bestätigen. Müssen wir den ganzen Weg nicht hinschippern. Hätten wir eigentlich auch auf die 8 Kilometer nach oben gekonnt. Irgendwie. So, und dann wollen wir doch mal... Achso, apropos, wir hätten uns die auch mal irgendwie so ein bisschen auch markieren können, ne? Wo war sie denn jetzt nochmal? Da ist es. Und zwar, okay, aufgeblasene Bastarde. Interessant. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind. Dann wollen wir doch mal, die Jackdaw ist auf jeden Fall beschädigt. Da müssen wir doch mal gucken, dass wir nicht irgendwie mal kurz ein Schiffchen mitnehmen, oder? Da müssen wir mal gucken hier. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier irgendwas Schickes? Zum Beispiel die Fregatte da. Mit Holz und Zucker. Schön. Die werden wir uns holen. So, auf geht's. Der Mörser. Feuer! Auf geht's. Oh, Kanonenboote direkt mit dabei. Feuer! Gebt mal her. Sie präsentieren sich uns. Na, komm schon. Dafür bezahlen. Sind Feuer! Bereit, Sir. Nein, werden wir bestimmt nicht. Boah, sehr schöne Sache. Boah, da sind sie alle rot, Freunde. Alle. Boah, die Jackdaw, die ist schon extrem mächtig geworden. Oh nein, ein Unwetter. Na komm, kannst ruhig ein bisschen schneller. Dann wollen wir die jetzt mal eben kurz entern. Boah, jetzt bitte keine Riesenwelle oder so. Und sie nieder, raus aus dem Wind. Na komm, ich will sie entern. Jawohl. Boah, wenn ich die Wellen schon wieder sehe, ne? Boah, da wird mir direkt wieder mulmig, Freunde. So, die werden wir auf jeden Fall benutzen. Was müssen wir machen? Crew und Pulverfässer. Ja, das kriegen wir doch hin. Da hinten müsste eigentlich so ein Pulverfass sein. Nummer 1. Na nun, wo sind's denn alle? Na komm, dann schießen wir einfach mal so rein. Was soll's denn? Ja, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Und noch einen Schuss haben wir, glaube ich, ne? Oder? Aha, okay. Hat gerade irgendwie ein bisschen geleckt. Oh, wir brauchen noch wieder Crewmitglieder, Freunde. So, jetzt einmal rüber. So, verteidigen. Ach Mist. Hör auf damit. So, jetzt laufen wir mal eben kurz hier rüber. Was brauchen wir noch? Ach, nur noch Crewmitglieder. Ja, dann. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich mitkämpfen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mit der versteckten Klinge. So, dich kriegen wir auch noch. So, noch 3. Wer will? Obwohl, wir könnten doch eigentlich mal schießen. Das sah doch gut aus. Na, komm schon. Der ist kurz vor Hops. Und 15 von 15. Tada.
So, dann werden wir nämlich die gute Jackdaw reparieren, damit sie wieder richtig fit ist. Was soll mit dem Schiff geschehen? Die Jackdaw werden wir reparieren. Der Bekanntheitsgrad ist und so erstmal völlig egal. Da müssten wir eigentlich mal richtig, richtig nach oben klettern, damit die richtig starken Schiffe kommen, die uns dann jagen. Weil die sind dann eigentlich für die Flotte extrem stark. Wie, wir können noch mal? Sie an, Matrosen! Ach ja, stimmt, die kleinen Kanonenboote, ne? Da war doch was. Ja, komm, gegnerische Crew getötet, 5. Naja, was soll's. Nehmen wir sie einfach mal mit. Ach, sehr schön. So, wo haben wir denn da was? Da haben wir was. Sehr schön. Jetzt fehlen nur noch 2. Na, komm schon. Na, Welle, einmal tiefer. Genau, so ungefähr. Na, da haben wir keinen getroffen. Na, schießen wir da halt mal rüber. Auch nichts getroffen. Mensch, einfach mal rein. So, einen Schuss haben wir, glaube ich, noch. Na, und? Nee, den haben wir nicht getroffen. Ja, gut, Freunde. Da müssen wir halt selbst mal rüber. Boah. Ach du meine Güte. Nee, so wollte ich es eigentlich nicht haben. Aber naja, was soll's. So. Können wir hier hoch? Ich würde es auch schwer hoffen. So. Auf geht's. Na komm, Schnetzel, Schnetzel. Da wollte ich gerade mal kontern. Hat aber nicht funktioniert. Und da ist auch schon vorbei. Eigentlich schon gar keine große Herausforderung mehr, aber naja, ne? Ich meine, mal gucken, was wir eigentlich erbeuten jetzt. Was haben wir geplündert? Rumzucker? Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Jackdaw brauchen wir nicht reparieren. Bekanntheitsgrad verringern, was soll's. Machen wir das und dann hätten wir auch noch die andere. Das können wir doch... schwupps, das wollte ich eigentlich nicht. Wir konnten das doch skippen, ne? Ja, genau. Mit der E-Taste, so. Einmal rüber. Da machen wir es nämlich auch jetzt mit dem letzten Kanonenboot noch. Auch wenn es sich nicht lohnen sollte, werden wir es auf jeden Fall machen. So. Wunderbar. Und komischerweise, das Unwetter ist weg, ne? Oh, da hinten ist auch was Großes. Ich sehe es gerade. Schön. Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich einfach ein bisschen offscreen mal auf Beutezug. So. Wieder 5 Stück. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ach komm, der ist doch direkt da vorne. Wie man nicht trifft hier. Mensch. So. Dann holt ihn mal ran, Jungs. Na, es reicht, glaube ich, noch nicht. Na, komm schon. Sind sie ganz ran? Na, noch ein bisschen näher. Ja, das müsste eigentlich schon funktionieren. Ach Mist, hat uns wieder gesehen. Na, komm schon. So. Nur noch einer. Na komm, wir haben genug Munition. Schießen wir ihn halt um. Sehr schöne Sache. So, wunderbar. 3 Schiffe auf einmal mitgenommen. Die Mörser sind doch extrem stark. Ich muss mich mal erkundigen darüber. Ja, was soll mit dem Schiff geschehen? Machen wir wieder reparieren. In die Flotte aufnehmen lohnt sich ja nicht. Kanonenschiffen so. Wo wir eigentlich einen Plan herkriegen für die Elite-Mörser? Weil die sind dann wahrscheinlich extrem mächtig. So, wunderbar. Da haben wir es ja erstmal geschafft. Haben wir wieder ein paar Materialien gesammelt. So, jetzt wollen wir doch einmal hier eben kurz gucken. Wo haben wir es denn? Da hinten haben wir jetzt noch mehr Ziele. Ich meine, gut, wir sind über der Zeit. Vielleicht mache ich es wirklich offscreen. Mal gucken. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mal gucken. Fregatte mit Rum und Zucker. Das ist gar nicht so schlecht. Und die ballern sich gerade mal wieder selbst. Das ist auch sehr schön. Wir lassen auf jeden Fall mal eben kurz den Anker von Bord. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer. Ne? Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es dann weitergeht mit den Bastarden. Bis dahin.